Ja, wie lege ich jetzt los hier? Ich fange jetzt mal an mit Freunde der Nacht. Und Freunde der Nacht, wie wär's denn mit einem Eiersalat? Das Ganze mit Bresaola und richtig genial knackigen, knusprigen Croutons. Ich habe ja Weißbrot klein geschnitten, ja, kann aber auch ein Brot vom Vortag sein. Ja, und das wird jetzt in reichlich Butter braun geröstet. So, und dann kommt dazu, Achtung, ein bisschen Knoblauch und zum Knoblauch ein bisschen Chili. Und Knoblauch und Chili kommen in die Pfanne rein mit, wisst ihr, was es ist? Logisch. Cashewkerne. Sehr geil. Ich mag die ohne Ende. Und jetzt lasst ihr alles mal so ein bisschen anbrutzeln, anrösten, dass das Ganze schön braun wird. Ja, vielleicht ein bisschen Salz dazu. Pfeffer. Mein Gott, die Pfeffermühle. Was für ein Scheiß. So. Jetzt. Das ist aber nochmal interessant. Das sind Eier von glücklichen Hühnern. Hühnern. Eier von glücklichen Hühnern. Ja. Und glückliche Eier sind Bio-Freiland, also mit einem Stempel drauf, der mit 0 beginnt oder mit 1. Dann sind die Eier top. Und ich habe die auch, seht ihr das, so nicht ganz hart gekocht, so ein bisschen wachsweich. Und hack die auch nicht so ganz klein, sondern die werden lediglich so ein bisschen Streifen geschnitten. Okay, dann kommen die in die Schüssel rein. Ja, das ist alles keine Hexerei. Nebenbei wird gleich geputzt. Ja? Ich bin halt ein ordentlicher Koch. Croutons, geil, die sind schön knusprig. So müssen die ausschauen. Und jetzt, Freunde der Nacht, das gönnen wir uns. Das heißt ja Blitzrezepte, Hänses Blitzrezepte oder Feierabend Blitzrezepte von meinem Buch. Bisschen Mayonnaise, zum Mayonnaise, Joghurt oder Skyr. Wow, liebe ich, schmeckt sehr gut. So, ein bisschen Salz rein, ein bisschen meine Pfeffer rein, ein bisschen Curry dazu. So, das war's eigentlich, mehr, viel mehr brauchen wir da nicht. So, und nicht so sehr manchen, nur so mal so ganz grob. Ready, 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 ready. Aber das Besondere ist ja, ich mache hier die feine Reibe. Noch ein bisschen Parmesan. Parmesano in Merano. Richtig guter Grana oder Parmesan. That's it. Jetzt wird das Ganze angerichtet. Und zwar auf einem Teller mit ein bisschen Rucola. Und den Rucola müsst ihr so ein bisschen an den Rand schieben. Dann diese heißen, saumäßig knusprigen Croutons dazu mit Chili und Cashewnüssen. Dann obendrauf, ich hoffe, man kann das sehen. Also ich habe das nicht so großartig zu einer Pampe gerührt, sondern ja, so in der Struktur noch gelassen. Und obendrauf kommt dann so ein bisschen Bresaola. Boah, geil, wa? Also, das sind so meine Blitzrezepte. Ja? Das sind Zutaten, die hat man zu Hause. Und neben dem Buch in bester Gesellschaft, meine Lieben, Feierabend-Blitzrezepte, Eiersalat, Crunchy Croutons und Bresaola, Parmesan wäre auch gut. Viel Spaß beim Nachkochen.